Die Brüder Sachsen von Buxa der Churerstrasse, die Wiege am Gestade vom Werdenberger See und die Königin der Alpen, Zirbe. Das sind die drei Zutaten, die Gebrüder Sachsen an der Wiege ins Zentrum rücken. Der Rolf Sachser ist der Platzhirsch. Entschuldigung, der Zirbenkönig. Zusammen mit seinem Bruder zeigen sie uns an der Wiege ein spezielles Zirbenprogramm. Ja, aus dem Zirbenholz, also nicht aus der Zirbe, sondern aus den Blüten. Aus den Tanzäpfeln, aus den Blüten kannst du ja Schnaps machen, oder? Unter anderem. Oder die Hobelspö kannst du zum Beispiel brauchen zum Kopfküssen, also ins Kopfküssen, das tut beruhigen. Und dann gibt es so Kerzen, wo kannst du den Duft eigentlich dann einschnaufen und das tut dich auch beruhigen. Bist du jetzt ein bisschen esoterisch unterwegs? Ja, oder? Man hat auch festgestellt, wenn du schon regelmässig Zirbenholz einschnaufen, dass das Herz viel ruhiger schlägt oder viel weniger nervös schlägt, wenn man regelmäßig Zirben schmeckt oder einschnauft. Aber Schnäpschen gehört dann dazu, oder? Ja, natürlich. Zwischendrin kann man noch ein Schnäpschen einhalten, das auch ein bisschen zum endgültig beruhigen. Oder einfach, ja, es gehört auch dazu. Und wer zur Liga kommt, kriegt dann ein Schnäpschen über? Ja, je nachdem. Ein Schnäpschen würden wir dann vielleicht schon offerieren. Wir haben mal sicher etwas da und dann, ja, schauen wir.